Ja, hi. Ich habe einen Kommentar bekommen von CNC99 und er lautet wie folgt: Es würde mich freuen, wenn du mal ein Minecraft 2D-Tutorial machen könntest, am besten mit XNA. Das wäre für mich wirklich hilfreich, da ich mir schon lange die Frage gestellt habe, wie man ein zufälliges Terrain macht. Gut. XNA habe ich keine Ahnung von. Sollte aber auch keinen Unterschied machen, wenn ich C-Sharp programmiere, programmiere ich C-Sharp. Also in dem XNA-Studio sind ja nur jetzt irgendwie speziell für Spieleentwickler noch Funktionen und so weiter mit drin. Fertige Sachen. Kein Problem. Zufälliges Terrain ist jetzt irgendwie nicht speziell ein Minecraft-Problem. Habe ich aber auch keine Ahnung von. Aber das ist nicht so schlimm. Das kann man sich ja überlegen. Und prinzipiell ist das, ja, immer eine gute Sache, selber mal zu überlegen, bevor man googelt. Also nicht so wie dieser komische Werbespot, der da in meinen Videos läuft. So, wir denken nicht, wir googeln. Wir sollten schon erstmal denken und dann googeln. Es ist auch irgendwie ein bisschen befriedigender, sich sowas selber zu überlegen. Und man sollte da seine Ziele auch nicht zu hoch stecken. Ich gehe davon aus, dass es da eine Reihe von Leuten gibt, die sehr, sehr lange über Algorithmen nachdenken, wie man zufällig das generieren kann. Gut, fangen wir an. Schritt 1. Eine leere Karte. So. Dann, was wäre das Einfachste, was man sich so vorstellen könnte? Eine Karte, die komplett ausgefüllt ist mit, ach, nö, so, mit Wasser. Wunderhübsch. So, jetzt wollen wir natürlich auch noch Land haben und das Einfachste, was ich mir da jetzt so überlegt habe, gerade sind, wäre vielleicht eine Insel. So, da wäre jetzt schon die Frage, wie stellt man das an? In der Frage hat CNC ja gesagt, zufällig. Zufällig denkt man vielleicht an Würfeln, können wir machen. So, wir haben folgende Situation hier. Wir wollen hier kein Land haben, hier wollen wir Land haben und hier wieder keines. Und hier will ich auch keins, hier wieder welches und hier wieder keines. So, das heißt, wir haben hier und hier eine Häufung von Land. Sagen wir mal, das wären hier 0 bis 10 und hier auch 0 bis 10. So, wie könnte man sowas machen? Mit Würfeln hatte ich schon gesagt. Und wir denken uns jetzt einfach mal, wir hätten jetzt hier zwei Würfel. Und hier noch ein. Also, das wäre jetzt eine Methode, wie ich mir sowas für meine eigenen Projekte auch überlegen würde. Wahrscheinlich nicht mal am Computer, sondern eher mit einer Tafel. Zur Not auch Papier. Computer, klar, kann man machen. Visual Studio, ganz schlechte Idee. Kann ich überhaupt nicht empfehlen, irgendwie Probleme mit eurer Entwicklungsumgebung zu lösen. Also, wenn ihr euch ans Visual Studio setzt, dann solltet ihr eigentlich schon wissen, was ihr tun wollt. Ansonsten frustriert das nur. Gut, wir probieren das jetzt mal eben aus. Aber auch nicht im Visual Studio, sondern in dem Fall macht das Excel Sinn. Und dann tut ihr hier einfach mal Folgendes. Da gibt es eine wunderschöne Funktion, die heißt Zufallsbereich. 1 bis
5. Und nochmal. Wenn ich Videos mache, dann stehe ich mit der Autovervollständigung irgendwie immer und auf Kriegsfuß. Machen wir mal 35 Werte x. Y-Werte und jetzt noch die Formel rausnehmen, weil ansonsten kommen hier immer neue Zahlen. Sehr schön. So, das mal eben in ein Koordinatensystem und tada, wir hätten eine Insel mit einem zufälligen Muster. Jetzt könnte man noch einen Algorithmus schreiben, der das Ganze verbindet und ausmalt. Aber wir haben ein zufälliges Terrain. Hier eine Bucht vielleicht. Da noch eine kleinere. Das würde ich dann vielleicht doch ausmalen. Und dann wäre das hier so die Hauptinsel und hier ein Ausläufer. So, ich hoffe, das hilft dem CNC schon mal weiter. Ich hoffe, er kann das programmieren. Wie ihr seht, ist eigentlich relativ schnell gemacht. Es ist halt nur immer so die Sache, wie man sich sowas vorher ausdenkt. Wenn irgendjemand, der dieses Video jetzt sieht, eine ähnliche Frage hat, wie kann man sich irgendwas mal überlegen, schreibt es mal in die Kommentare und ich überlege mir dann, ob ich da ein Video zu mache.